Frank von Giga auf dem MWC 2023 und ich halte hier das OnePlus 11 in der Hand und das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Warum dieses Smartphone eine Unverschämtheit ist, das verrate ich euch jetzt gleich nach dem Intro. Eine Unverschämtheit ist das OnePlus 11 deswegen, weil es nicht bei uns in Deutschland angeboten wird. Zumindest nicht auf offiziellem Wege. Es gibt so den einen oder anderen Händler, darüber haben wir auch bei uns auf der Seite schon geschrieben, der das Gerät dann trotzdem anbietet, dann auch zu einem fairen Preis. Aber naja, so ein offizieller Release bei uns wäre mir natürlich lieber. Warum das Ganze? Zum einen, weil ich persönlich auch nur ein alter OnePlus-Fan, so viel kann man, denke ich, sagen, bin. Ich habe viele von den Geräten in der Vergangenheit benutzt und das Neue, das macht dann hier auch schon einen ganz guten Eindruck. Vor allem, wenn man einen Blick auf die Spezifikationen wirft. Also, ich fange einfach mal an. Wir haben hier ein 6,7 Zoll in der Diagonale messendes AMOLED-Display, das richtig schön flüssig, fluffig mit 120 Hertz Bildwiederholrate die Animationen auf den Bildschirm zaubert. Das ist auch ein LPTO-Display, das heißt, das kann sich auch dynamisch runterregeln. Das heißt, wenn nur so wie jetzt, wenn gar nichts animiert ist auf dem Display, dann geht das auch runter bis 1 Hertz. Und das spart dann angeblich auch ein bisschen Akkulaufzeit. WQHD Plus Auflösung haben wir also 3216 in der Länge und 1440 Pixel in der Breite. Also knackscharf ist es, dieses Display. Da drin steckt auch ein top aktueller SoC, nämlich der Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm. Das heißt, auch wer hier, ich glaube, das ist Genshin Impact, wer also gerne Spiele hier auch auf seinem Smartphone genießt, wird hier nicht in die Bredouille kommen, zu wenig Leistung zu haben. Und gucken wir uns das Gerät mal von allen Seiten an. Hier auf der rechten Seite haben wir den Power-Button, relativ schmal, aber auf einer ergonomisch guten Höhe. Hier oben haben wir den Alert-Slider. Den haben ja viele beim Vorgängermodell vermisst. Jetzt ist er Gott sei Dank endlich wieder da. Da hat OnePlus ein Einsehen gehabt. Ganz ehrlich, ich habe den die meiste Zeit selber auf meinem OnePlus 8T auf Vibration gestellt und stelle da gar nicht so viel um. Aber das ist so eine gewisse haptische Befriedigung, wenn man hier irgendwann so zwischendurch immer mal hier so hoch und runter schiebt. Also alleine dafür ist es das schon wert. Auf der Oberseite haben wir hier soweit nichts weiter außer Mikrofon. Auf der linken Seite hier, das ist die Lautstärke-Wippe, genau. Die ist so ein bisschen kantig hier, also sehr schmal und sehr kantig. So kennt man das auch von OnePlus. Auf der Unterseite hier den Dual-SIM-Tray, hier eine USB-Typ-C-Schnittstelle, einer der Lautsprecher, der andere ist hier oben in der Hörermuschel integriert. Und hier die Frontkamera, wie gehabt, auf der linken oberen Seite. Da nimmt sie nicht viel Platz weg und stört auch in der Regel nicht weiter. Und jetzt kommen wir auf die Rückseite, denn hier haben wir ein so ein angerautes, graues Material. Das erinnert rein optisch so ein bisschen an die guten alten Sandstone Black Rückseiten der frühen OnePlus Modelle, ist allerdings nicht ganz so rau. Also als Nagelfeile kann man das jetzt nicht mehr verwenden, aber zumindest fingerabdruckabweisend ist das und das finde ich ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Weniger fingerabdruckabweisend hier die Kamerapartie, gemeinsam mit Hasselblad entwickelt. Diese Partnerschaft zwischen OnePlus bzw. Oppo und Hasselblad gibt es ja schon ein bisschen länger. Das wirkt sich dann auch auf die Kamera-App aus. Da gibt es dann spezielles Farbtuning. Und optisch durchaus sehr hübsch ist, dass hier zwischen den einzelnen Linsen so ein leichter Glitzereffekt ist. Und naja, ihr seht das hier so, diese kreisrunde Kamerapartie. Die geht so ein bisschen in den äußeren Metallrahmen über. Allerdings ist hier auch so eine kleine Kante. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Das heißt, es ist nicht ganz direkt übergehend, sondern da ist noch ein einzelnes Bauteil hier, diese Kamerapartie. Aber gut, das kann man, denke ich, verknusen. Hier insgesamt drei Kameras. Die Hauptkamera ist ein 50-Megapixel-Modul mit einem IMX890-Sensor von Sony, auch optisch stabilisiert. Dann haben wir noch eine Ultraweitwinkelkamera mit einem IMX581-Sensor, 48 Megapixel. Und einem Sichtfeld von 115 Grad und dann noch eine Telekamera, die allerdings nur in Anführungszeichen zweifach optisch auflöst. Sony IMX709 Sensor und eine Auflösung von 32 Megapixel. Da die ersten Reviews hier zum OnePlus 11 schon draußen sind, wissen wir, das ist eine solide Kamera, die allerdings nicht ganz heranreicht an die Top-Modelle derzeit
von in Googles Pixel-Reihe zum Beispiel oder den Apple iPhones. Intern haben wir hier ja, zwei Versionen eigentlich. Also eine mit 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Eine andere Version mit 16 GB RAM und 256, also jeweils eine Verdoppelung. Ich würde auch, falls ihr in der Bredouille seid und überlegt, was nehme ich denn, schon zu der Version mit größerem Speicher raten, denn die hat nämlich UFS 4.0 Speicher und der ist ein bisschen schneller, zukunftssicherer als die UFS 3.1 Module hier in der 128 GB Version. Ansonsten das RAM ist LPDDR5X, also das Beste, was es gerade gibt. Und ja, zum Akku vielleicht noch kurz, 5000 mAh, das ist, ja, man kennt es so auch von OnePlus, das ist auf jeden Fall genug Akkukapazität, um hier den einen oder anderen Tag mit rüberzubringen. Und geladen wird hier mit Oppos eigener SuperVOOC-Technologie. Ein Netzteil liegt dem Gerät bei, je nach Markt, wo man das Gerät kauft, 80 Watt oder 100 Watt. Das heißt, das Gerät lädt auch schön schnell auf. Und naja, was die OnePlus-Geräte in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat, war die schöne Software. Allerdings, ganz ehrlich, seitdem Karl Pei da weg ist und Oppo halt komplett die Geschicke hier von OnePlus übernommen hat, gab es da auch so, finde ich persönlich jetzt, einen leichten Qualitätsabfall in der Software. Bestimmte Features gab es plötzlich nicht mehr, haben nicht mehr so gut funktioniert, wie zum Beispiel die bekannten Screen-Off-Gestures. Muss man gucken, ob das jetzt beim OnePlus 11 wieder gut geworden ist. Ansonsten aber trotzdem hier eine weitgehend auf Stock-Android basierende Oberfläche mit eigenen Icons der einen oder anderen vorinstallierten App. Aber so, naja, eigentlich ganz clean und mit ein paar zusätzlichen Features ausgestattet, aber auch der einen oder anderen Tücke. Weil zum Beispiel, wenn ich hier auf das WLAN-Symbol gehe und jetzt hier länger drauf drücke, dann bekomme ich hier zum Beispiel nochmal so einen Zwischenschritt im Menü. Und um richtig in das eigentliche WLAN-Menü zu kommen, muss ich halt nochmal da einen Schritt mehr machen. Das nervt ein bisschen hier, das ist Oppos bzw. OnePlus eigene Shelf-Oberfläche. Kennt man so natürlich auch schon von den vergangenen OnePlus-Geräten. Was mir noch aufgefallen ist, hier diese Geräte, die wirken tatsächlich relativ leicht in der Hand. Und wo wir schon bei Äußerlichkeiten sind, hier die beiden Farbversionen, die es vom OnePlus 11 gibt. Das hier ist einerseits diese schwarze Sandstone-artige Oberfläche und das hier ist die Emerald Green Variante, die in so einem recht schicken Grün ist. Allerdings, ja, finde ich jetzt auch nicht so ansprechend. Also im Zweifel, ich persönlich würde eher die schwarze Variante bevorzugen. Und dann gibt es hier noch ein optisches Konzept fürs OnePlus 11. Das sieht ganz irre aus. Und das hier unten drin, das ist tatsächlich echtes Wasser gemischt mit so kleinen Ölbläschen. Damit soll eine bessere Kühlleistung beim Zocken bewirkt werden. Das hat natürlich effektiv nur ein paar Grad Auswirkung, aber es sieht einfach verdammt cool aus. Auch hier mit diesem Muster hier unterhalb der Rückseite. Meine Güte, das sieht schon echt cool aus. Sowas hätte ich gerne auch mal in echt. Das Smartphone ist bekannt, die Tests sind raus. Wir wissen also, dass es wirklich ein solides Smartphone ist und naja, umso schader, dass man es nicht bei uns in Deutschland kaufen kann. Ich hoffe, dass OnePlus bzw. der Oppo-Mutterkonzern die Patentstreitigkeiten mit Nokia demnächst mal bereinigt und wir dann auch in den Genuss dieses durchaus sehr schönen Smartphones kommen. Was sagt ihr zum OnePlus 11? Ist es eine Enttäuschung? Ist es ein cooles Smartphone und nur deswegen schade, weil es halt nicht zu uns kommt? Sagt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten gerne dieses Video liken, abonniert unseren Kanal und ja, drückt auf die Glocke, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos hier vom MWC 2023 in Barcelona.